Ich habe immer gern mit Holz gearbeitet, also Dinge gebaut, geschnitzt, zusammengesteckt. Und ich glaube, daher rührt auch mein Interesse an dem Machen, auch an dem händischen Tun. Und das war als Kind, das glaube ich, war so die Initialzündung in den Lego-Spielen, dass ich gesagt habe, das funktioniert ganz gut. Ich bin Alexander Müller-Rako und ich bin seit kurzem Professor für Interaktionsgestaltung im Fachbereich Gestaltung und Kultur, Studiengang Kommunikationsdesign. Ich habe in Magdeburg studiert, eine Stadt mit morbidem Charme, würde ich sagen. Habe ein Auslandssemester in Bergen gemacht, in Norwegen. Danach habe ich dann gearbeitet als selbstständiger Gestalter und war dann 2 Jahre bei den Telekom Laboratories im Design Research Lab. Das ist ein Hybrid aus Technischer Universität und Telekom, Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Interaktionsgestaltung. Und die letzten 5 Jahre war ich im Design Research Lab an der UdK Berlin, Designforschung. Meine Schwerpunkte sind im Bereich der Interaktionsgestaltung Physical Computing, partizipative Methoden, experimentell-künstlerische Setups und Aufbauten. Das Schlachtfeld, in das ich mich stürzen möchte, ist die Schnittstellengestaltung am Körper, also wie wir mit neuen Technologien über grafische Benutzeroberflächen hinaus mit digitaler Technologie interagieren, wie sie eingebettet ist in soziale Kontexte, also nicht nur Mensch-Maschine-Schnittstelle, wie ich der Maschine gegenüber sitze, sondern wie es auch in den Alltag eingreift. Und zunehmend sehe ich auch die Notwendigkeit oder auch die Möglichkeit, politisch-ethische Diskussionen durch Gestaltung mitzugestalten. Und das sind so, das ist jetzt sehr weit gefasst, aber das sind so die Rahmenbedingungen. Ich möchte zudem auch die Überschneidungen zu Wearables, zu anderen Fachbereichen ausbauen, erweitern. An der HTW reizt mich, dass hier die Grundlagen sehr gut vermittelt werden. Es reizt mich, dass es ein vielfältiges Angebot gibt im Studiengang, auch im Fachbereich. Mich reizt der tolle Ort hier und dass es auch noch ein paar Möglichkeiten gibt, etwas mitzugestalten. Es ist also noch nicht alles ausdefiniert. Ich hoffe, dass ich die Studierenden motivieren kann, über ihren Studiengang und Studienbereich hinauszublicken. Ich hoffe, dass ich mitbringen kann, dass ich sie ranführe an ein Verständnis für technologische, digitale Strukturen und dass ich sie rausschicken kann ins Feld. Also ich beobachte, dass das Rüstzeug, das sie hier mitbekommen, ganz hervorragend ist. Aber ich mir wünsche, dass sie das noch mehr rausbringen in die Welt, ausprobieren und auch schon früh im Gestaltungsprozess externe Akteure einbinden.